Viele von euch werden den Spruch wahrscheinlich kennen. Nach dem Abitur, ja, dann geh am besten studieren, dann hast du was sehr, sehr Sicheres und dann kannst du ja schauen, was du im Endeffekt dann wirklich damit machst. Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Anzahl an Studenten jährlich immer weiter von Rekord zu Rekord wächst und immer mehr junge Menschen wirklich nach dem Abitur studieren wollen. Wobei gleichzeitig immer mehr Ausbildungsplätze frei bleiben, in den verschiedensten Bereichen dabei natürlich. Doch dabei möchte gar nicht mal jeder junge Mensch studieren, sondern wird dann häufig auch einfach in diese Richtung gebracht. Mach das lieber, dann bist du sicher, dann verdienst du mehr Geld, du willst doch später was aus dir machen. Oder? Doch ich behaupte, ein Studium hat absolut überhaupt nichts damit zu tun, ob ich später erfolgreich werde oder nicht. Eins ist ganz klar, für gewisse Berufe, da brauchst du einfach ein Studium, das ist bekannt. Sei es Arzt werden, also egal ob Zahnarzt, Allgemeinhumanarzt, Tierarzt oder whatever, sei es Anwalt und noch so ein paar andere Berufe. Doch, bei weitem nicht für alles. Denn sehen wir uns die Zahlen an, dann sehen wir, dass in einigen Studiengängen wirklich die Leute danach Probleme haben, Jobs zu finden, weil diese Sachen gar nicht so gefragt werden. Das sind ganz unterschiedliche Studiengänge, die dann dahinter stehen so, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und genau da ist der Punkt. Hast du einen Berufswunsch für später, wo du sagst, da brauche ich dringend ein Studium für? Ja, dann bitte, go, mach, gib ihm, so ist es ja bei mir auch. Siehst du jedoch, dass du da gar kein Studium für brauchst, sondern es reicht eine Ausbildung komplett, die ja auch super ist, dann lass dir auf keinen Fall einreden, dass du dann irgendwie, ja, dann doch lieber trotzdem ein Studium machst, sondern dann mach deine Ausbildung, konzentrier dich darauf, was du möchtest und go. Und eins ist mir ganz wichtig, natürlich möchte ich auf keinen Fall hier ein Studium schlecht reden. Ich meine, ich bin selber Student und jeder, der das machen möchte, der sollte das auch machen. Ich möchte hiermit nur jeden ermutigen zu sagen, wenn du eine Ausbildung hast, die du da unbedingt machen möchtest, dann lass sie auf gar keinen Fall einreden, dass du das nicht machen solltest, sondern lieber zu etwas gehen solltest, was dich dann vielleicht nur so zu 50% interessiert. Ey, nimm das, was dich 100%ig interessiert. Erstens wirst du motivierter sein, zweitens wirst du dich daran besser schlagen und ich bin mir sicher, du wirst in dem, was du wirklich machen möchtest, mehr Erfolg haben, als wenn du etwas machst, was du nur so halbgar machen möchtest. Und by the way, ist auch ein Studiengangabbruch und dann zu sagen, okay, ich mache doch lieber eine Ausbildung als XY, überhaupt kein Drama. Du hast es versucht, du hast vielleicht gemerkt, es ist nichts für mich, es gefällt mir nicht, dieses theoretische Lernen gefällt mir vielleicht nicht, mir gefallen die Themen nicht. Ich möchte mehr Praxis haben, ich möchte jetzt Geld verdienen, ich möchte lieber in das Thema als in das Thema. Die Liste ist da endlos und das ist keinerlei irgendwie ein Fail, sondern es ist einfach nur gelernt für dich, was du möchtest und was nicht. Eines der am häufigsten genannten Argumente bei einem Studium ist ja, ja mach das mal, dann verdienst du auch mehr Geld und dann wird das auch besser für dich alles laufen. Nur naja, die Quoten zum Teil sagen da was ganz anderes. Je nach Studiengang hast du halt eine sehr, sehr hohe Arbeitslosenquote. Viele sagen auch schon zu manchen Studiengängen, naja, das ist der verlängerte Arm zum Taxischein. Du musst da also auch wirklich aufpassen, was du wirklich machst, weil nur ein Studium alleine ist noch nicht sicher und sagt dir nicht, ich werde mal Millionär. Und deswegen, um das Ganze jetzt einmal rund abzuschließen, mach wirklich das, was du möchtest, das, woran du Spaß hast. Ist es eine Ausbildung? Ja, dann mach es. Ist es ein Studium? Ja, dann mach es. Nur hör niemals. Niemals auf jemanden, der dir sagt, du musst A oder du musst B machen, weil das ist falsch. Die Person weiß nicht, was du möchtest, denn du alleine musst entscheiden, was du später machen möchtest, denn die meisten von uns werden einfach zu ganz normalen Arbeitnehmern und müssen dann mal eben so 45 Jahre in ihrem Job verbringen. Und da solltest dann du alleine entschieden haben, ob du das machen möchtest oder das oder das oder das. Treffe diese Entscheidung unbedingt für dich selber. Denn sonst wirst du das irgendwann bereuen. Irgendwann wirst du dann denken, so, oh, hätte ich doch mal nur auf mich gehört, dann wäre ich jetzt vielleicht da und da. Und wahrscheinlich wärst du erfolgreicher, weil ein Studium, wie gesagt, führt nicht direkt zum Erfolg. Eine Ausbildung kann das ganz genauso machen, denn es kommt ja auch darauf an, was du dann im Endeffekt machst. Dann bist du in der Sache richtig motiviert, dann wirst du mehr Leistung bringen und dann kommst du vielleicht schneller, höher und höher und verdienst mehr Geld, hast größeren Erfolg, hast eine größere Anerkennung. Während du vielleicht bei dem Job im Studium dann hinterher so, ja, ich komme mal heute nicht, dann hier nicht und dann da nicht. Und dementsprechend wirst du auch nicht befördert, bekommst wahrscheinlich weniger Geld und wirst einfach allgemein unglücklicher sein. Das soll es aber auch heute von mir gewesen sein. Ich hoffe, du konntest ein wenig was daraus mitnehmen. Wie gesagt, es ist überhaupt nichts gegen das Studium. Ich studiere halt selber, weil ich das später brauche für mich. Und deswegen entscheide unbedingt für dich selber, was du machen möchtest.
Natürlich darfst du dir Ratschläge von anderen holen. Mach die Entscheidung aber davon nicht abhängig. Ratschläge sind gut, Zwang ist schlecht. Hab jetzt noch einen schönen Tag, mach was draus und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Mach's gut, ciao.